Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. My Collection, meine Kollektion. Heute mal die Wrestling Games. Mit dem aktuellen WWE 12 wird es ja Zeit, mal einfach zu gucken, was haben wir denn noch alles im Angebot. Das ist okay, das ist nett, das ist auch der Schritt, das Game ist auch der richtige Schritt in die richtige Richtung. Wenn ihr es nicht habt, kann man holen. Das ist hier noch die tolle Special Edition mit The Rock, The Great One. Den sehen wir aber gleich bei SmackDown noch mehrfach. So, fangen wir mit der tollen NES-Ära an. Eigentlich sage ich es ganz mal ganz nett, ihr braucht nicht ein einziges Game davon. Sei denn, ihr seid so eine Dummnudel wie ich. Dann könnt ihr euch sowas anschaffen, andernfalls ist das vollkommener Unsinn. Da ist noch der gute alte Hulkster. What you gonna do? Ja, ja, halt die Klappe. Da haben wir dann Challenge, das war der zweite Teil, Steel Cage, wie der Name schon sagt. Da haben wir jetzt auf einmal auch einen Stahlkäfig und beim King of the Ring haben wir auch den King of the Ring Modus mit dem guten alten Bret Hitman Hart. Ja, ich sage mal so, seid ihr Fans, kann man sich das zulegen. Die sind teilweise auch gar nicht so teuer, teilweise schon, was ich dann auch wieder nicht verstehe, weil eigentlich sind sie schlecht. Aber nun gut. So, greifen wir nicht dahin, sondern greifen wir zur Super Nintendo Phase. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten dann auch kennen. Die Sachen waren in Deutschland nicht ganz so unbekannt. Das sind die vier Sachen, die es für den Super NES gab. Einmal Super WrestleMania, braucht man auch nichts. Royal Rumble ist sozusagen der Vorgänger zum späteren Raw. Das war, glaube ich, das erste Wrestling-Game, was in Deutschland auch ein bisschen finanziell auch funktioniert hat. Und WrestleMania Arcade, ich weiß, es gibt eine Menge Leute, die das toll finden. Ich finde es total bescheuert. Das ist wirklich ein klassisches Arcade-Beat'em-up mit Wrestler-Figuren und auch deren Special-Moves. Vollkommener Unsinn. Das wollte, glaube ich, kein einziger haben, aber ich weiß, es gibt ein paar Leute, die fanden das total toll. Ja, gut. Es gibt ja auch Leute, die alles kaufen. So, kommen wir zum nächsten Punkt. WrestleMania Arcade, das ist übrigens die, ich teile das mal so in die Kamera, damit das nicht spiegelt. Das ist die PC-Version. Ich glaube, die war ein bisschen upgedatet. So, kommen wir mal. Ach, machen wir es mal so. Machen wir es mal so. Wir haben ja Zeit. So, WrestleMania Excite, WrestleMania 18 und WrestleMania 19. Hier mit dem guten alten Kurt Angle, wer kennt ihn noch, bevor er dann irgendwie zu TNA gehopst ist. WrestleMania 21, dann auf einmal auf der Xbox und Legends of WrestleMania, da sage ich gleich noch was zu. Die GameCube-Titel sind okay, die kann man sich zulegen, die sind ganz nett. Damit kann man auch Spaß haben, die sind auch ganz okay. Auch der Titel ist solide, ist jetzt nicht die Krone der Schöpfung, ist auch nicht das, was SmackDown später gebracht hat, aber ist egal. Legends of WrestleMania, ja, da könnt ihr mal mit der Andre the Giant Era rumkämpfen, ist wahrscheinlich nur was für Nostalgiker und Leute, die ein bisschen länger gucken als 2 Jahre, die also noch wissen, dass Sky vorher mal Premiere hieß. Sonst, glaube ich, ist das vollkommen uninteressant. Es ist auch nicht ein tolles Spiel, das muss man jetzt auch mal sagen. So, kommen wir gleich zu den nächsten Ausfallen. Ja gut, komm, die sparen wir uns gleich, das machen wir mal eben. Dann gibt es noch für die Dreamcast den Royal Rumble. Grafisch okay, aber das Einzige war eben der Royal Rumble Modus und der hatte, glaube ich, nur 20 Wrestler. Also gut, es gab mal einen Royal Rumble mit 20, bevor das irgendeiner schreibt, aber uninteressant. Also wirklich uninteressant. So, das ist Old gegen New bei den All-Stars. Auch ein Game, das keiner braucht. Ich fand auch den Grafikstil vollkommen ätzend. Also schafft euch das auch nicht an. So, Crush Hour ist allerdings für mich natürlich der Tiefschlag überhaupt. Ihr habt jetzt ein Destruction Derby mit Wrestlern. Das hat, glaube ich, niemand haben wollen. Das ist vollkommener Unsinn, aber man kann es ja trotzdem produzieren. So, In Your House, da mache ich wieder drauf, dass das nicht total spiegelt. Hoffentlich sieht man das auch. Ist der Nachfolger von WrestleMania Arcade Game. Halt so ein In Your House Setting. Auch allerdings sehr actiongeladen und auch nicht unbedingt toll. Kommen wir mal, packen wir die beiden mal zusammen. Kommt, ihr wollt das ja auch. So, Warzone und WWF, wie man noch sieht, Attitude, WrestleMania 2000 und No Mercy, das sind mit Sicherheit die noch bekannteren Titel der alten Generation. No Mercy gilt als eins der besten Spiele aller Zeiten. Die beiden oben gelten auch als absolute Pflichttitel für Wrestling-Fans und ich kann dem auch noch zustimmen. Alle 4 Titel, die man hier sieht, muss man, wenn man die entsprechenden Konsolen haben, eigentlich haben. Wenn man irgendein Faible dafür hat, da macht man nicht viel falsch. So, kommen wir zum nächsten. Mein Gott, das ist ja hier wieder das Brezelbacken. Ach komm, lassen wir die Mädels mal hier unten, das gibt jedenfalls Klicks. Ich kenne euch doch. Ich weiß das doch. So viele nackte Kerle wollt ihr doch gar nicht sehen. Oder vielleicht doch, aber das
ist dann vielleicht nicht unbedingt meine Zielgruppe. So, Raw und Raw 2 sind Games, die man akzeptieren kann. Das ist übrigens der gute alte Bill Goldberg, der Mann mit einem Move. Ja, Raw 2 kann man sich schon ein bisschen zulegen, hat schon ein bisschen mehr Story-Mode, hat auch ein bisschen mehr Effekte gehabt. Er konnte auch die Leute im Locker-Room angreifen, er konnte die Leute auch angreifen. Ich fand das schon sehr solide, also die Raw und... Gab ja nur zwei Teile, wie man sieht, das ist die PC-Version, das halten wir mal so, ob damit man das auch sieht. Ist okay, ist akzeptabel, kann man sich zulegen, wenn ihr also so ein Xbox-Nostalgiker seid, macht ihr nichts falsch. Day of Reckoning hier mit Trish Stratus und hier mit der Stacy Keibler, die ja jetzt angeblich hier, ja, Großkarriere in Hollywood macht, natürlich, das machen sie ja alle. Ja, sind zwei Titel, die man haben kann, wenn man einen Würfel hat. Ich finde die beide sehr solide. Die hatten auch einen netten Story-Mode. Kann man auch nicht viel falsch machen. Bin ich sehr zufrieden mit gewesen und könnte machen. Also das sind alles so, ich sag mal so, die Reihe sind so die, ja, Kann-Games, wenn man es mal einfach so hat. So, jetzt kommen wir aber zu dem hin, wo wir hinwollen. Ich mache jetzt nicht seine Catchphrases. Die macht er, glaube ich, selber häufig genug. The Great One! So, hier ist die SmackDown-Serie, wohl die bekannteste Wrestling-Games-Serie aller Zeiten. SmackDown 1 war noch, ich formuliere es mal, solide, sehr überschaubar. SmackDown 2 hatte schon einen Season-Modus, der war aber schlecht, weil ihr musstet alles simulieren, das hat ewig gedauert. Just Bring It und Shut Your Mouth, das sind schon die Sachen, da muss es hingehen. Da ist schon wieder der Hogan. Hogan, Hogan, Hogan! Ja, der Mann, der mit 133 noch wrestelt, wahrscheinlich dann gegen... Juppie ist das. Im Maxim. Aber gut. So, und hier eins der wohl bekanntesten und besten Games und auch als das Wrestling-Game schlechthin mit dem guten alten Brock Lesnar, auch einer der wohl besten Athleten, der jemals im Ring stand. Here Comes the Pain. Wer das nicht kennt, schämt euch. Das muss man kennen. Sensationeller Season-Modus, sensationelle Möglichkeiten, nahezu perfekt. So. Nach der SmackDown-Serie kam der böse Vince, der ist immer da. Dann kam natürlich, wir bauen das mal eben auf, das FIFA des Wrestlings. Ich greife mal ein paar Mal durch die Kamera. So, das FIFA des Wrestlings, SmackDown vs. Raw. Die WWE führte die Brand-Extension ein, die heute, glaube ich, kein Schwein mehr interessiert. Egal, sie waren auf jeden Fall der Meinung, sie müssten zwei Brands haben, damit sie zwei Touren machen können und zwei Shows und was der Geier was alles. Das ist wohl alles hinfällig mittlerweile geworden, ist aber auch egal. So, und dann hatte man diese tolle Idee, diese Serie einzuführen. Hier seht ihr zum Beispiel, da kam dann auch featuring ECW, E-Sing fucking W. Auch die kennt heute kein Schwein mehr und das auch mit gutem Grund. Ja, die Serie ist gut, die Serie ist eben, hat eben den Ruf wie FIFA, wo man sagt, von Jahr zu Jahr tut sich nicht ganz so viel. Die haben immer wieder ein bisschen was verbessert, immer wieder ein bisschen was verschlimmbessert. Wenn man Fan ist, kann man nur zu dieser Serie greifen, weil das ist halt die Nummer 1. Aber es ist jetzt nicht so, deswegen hoffen wir auch mit WWE 12, und bis jetzt sieht das auch ganz gut aus, dass sie aus ihren Fehlern gelernt haben. Kurz einen kleinen lustigen Gag, warum ich hier die PSP-Version der 2006er-Version habe. Ihr brauchtet die PSP-Version, um Jake the Snake Roberts hier freizuschalten. Ja, so macht man Merchandising. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich mir damals eine PSP geholt habe. Ich glaube, ich blamier mich jetzt gerade mal selber. Ja, das waren die Wrestling Games. Ich guck mal gerade, habe ich hier noch irgendwo den schnellsten Wrestler aller Zeiten. Wo ist er? Da ist er, genau. Beenden wir es mit dem aktuellen Titel. Randy Orton, früher Legend Killer, heute Schildkröte. Ja, das waren alle Wrestling Games. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Machen wir nächste Woche weiter. Mal gucken, was man da noch so auspacken kann. Wir sehen uns.